Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Heute mal etwas Exotischeres auf dem Bautisch. Also sieht jetzt auf den ersten Blick aus wie Technik. Ja, nennt sich Technology Made in Italy von Clementoni. Und irgendwie hat das Ganze auch nochmal eine Lizenz von Galileo von ProSieben, Galileo Science. Ist mal was ganz anderes. Wie man so auf den ersten Blick sieht, sind das jetzt schon in gewisser Weise auch technikähnliche Teile. Liftarme und Pins und sowas gibt es hier auch und hat auch einen Pullback-Motor, das Ganze. Also von der Art und Weise her schon so ein bisschen mit diesen Lego-Technik-Modellen, die auch jetzt Anfang des Jahres auf den Markt gekommen sind, sicherlich vergleichbar. Originalpreis von dem Ganzen kenne ich jetzt nicht, sollte aber, glaube ich, irgendwie etwas auf 10 Euro liegen. Ich habe es jetzt bei Rossmann für 8 Euro bekommen. Da dachte ich, komm, damit probierst du es mal aus. Was mich besonders interessiert hat, war nochmal die App, die es dazu auch gibt. Dann bin ich dann erstmal davon ausgegangen, naja, wahrscheinlich nur Bauanleitung digital und nichts Gedrucktes. Aber nein, so ist es nicht. Es gibt auch eine gedruckte Anleitung. Die ist allerdings jetzt ein Faltblatt, aber prinzipiell ja okay. Und danach habe ich es dann auch gebaut. Hier sieht man so einen kleinen Screenshot von der Anleitung. Da gibt es dann auch so leichte Animationen, wie dann zum Beispiel jetzt hier die Technikstange und so reingesteckt wird. Hier sieht man jetzt auch die Pins. Die Liftarme sind so ähnlich wie bei Kada. Die haben also versetzt Bohrungen. Da muss man so ein bisschen Acht geben, dass man dann natürlich den Liftarm auch richtig ausrichtet. Sonst passt das ja von den Abständen her nicht, ne? Also wenn man den jetzt einmal dreht, dann hat man halt weniger Pinlöcher oder mehr und das würde natürlich ein ganz anderes Ergebnis geben. Interessanter Teiletrenner seht ihr hier auch. Ist mal wieder was ganz anderes. Hier kann man wahrscheinlich Pins auch mit rausziehen. Ja, hier vorne auch nochmal so eine zangenähnliche Klammer. Also da kann man nochmal ein bisschen zusammendrücken und den Pin rausziehen. Ja, Besonderheit ist nicht nur, dass es jetzt eben diese anderen Liftarme gibt, das ist ja jetzt noch nicht so super ungewöhnlich, wie gesagt, Kada nutzt das zum Beispiel auch, sondern ungewöhnlicher ist eigentlich die Tatsache, das seht ihr jetzt hier oben ganz gut, dass hier so kleinere Ausbuchtungen noch bei den Pinlöchern sind. Und das hat folgenden Hintergrund. Hier seht ihr es bei diesen orangenen Pins. Es gibt schwarze Pins, blaue Pins, orange Pins. Die schwarzen sind ja ohne Friktion im Prinzip. Die kann man also, wenn man sie hier reinsteckt, auch weiter drehen. Und diese hier, die haben halt diese Widerhaken. Und damit haben die so gewisse Rastpunkte. Also wenn ich die jetzt nur so halb hier reinstecke oder nicht ganz reinstecke, drehen die sich noch. Aber dann knackt es. Und dann sind die fest. Und dann bleibt hier immer noch so ein kleiner Widerhaken stehen. Das heißt, wenn ich jetzt einen anderen Liftarm draufsetze, ich habe jetzt nur, seltsamerweise blieb einer über. Wenn ich jetzt hier einen normalen nehme von Lego oder alternativen Herstellern, dann würde hier so ein Abstand bleiben und das bleibt beweglich. Habe ich aber jetzt einen, der auch solche Aussparungen hat, dann kann ich da im Prinzip so eine versetzte Anordnung fixieren. Das ist ganz interessant, finde ich. Ja, das ist also die Besonderheit an diesen Technikelementen. Was ich halt jetzt auch noch über habe, sind, oder die habe ich jetzt hier nicht verbaut, das sind quasi hier nochmal so vier von diesen Achsstoppern. Die sehen auch ein bisschen anders aus. Was ganz interessant war, das kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, und zwar waren alle Pins und die zwei Achsen, die in dem Set dabei sind, in Spritzrahmen. Das heißt, man musste die erstmal alle rauslösen. Hatte damit natürlich noch so ein bisschen kleine Technikfitzel, Plastikfitzel rumfliegen. Das war auch nochmal eine Besonderheit. Und ansonsten, gut, das Modell Pullback kennt man. Keine große
Besonderheit. Was auch noch zu erwähnen ist, es ist auf jeden Fall auch ein B-Modell. Das heißt, man kann entweder diesen Hot Rod oder diesen Race Truck bauen. Steht ja auch groß hier, zwei Modelle. Der Karton ist schön stabil, kann man auch weiterverwenden. Ist halt mit entsprechendem Deckel, den man abheben kann. Hier auf der Rückseite sieht man sogar noch mal eine Teileliste auch. Dieser Race Truck, mal gucken, vielleicht baue ich den vielleicht auch eher, weil Hot Rod ist ja eigentlich so ein Thema, den hat man ja auch schon häufiger gehabt. Der sieht aber auch ganz interessant aus. Da werden die Paneele jetzt ein bisschen anders angeordnet. Hier sogar noch mal so ein bisschen Innenleben von dem Pullback, wie der ausschaut. Ja, also es gibt auch mehrere Modelle, die sind in der App dann auch alle schon zu sehen. Das ist ganz interessant. Und ja, ist vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant, sich das mal anzusehen, wenn ihr es irgendwo seht. Ließ sich, wie gesagt, an sich ganz gut bauen. Man muss halt sich so ein bisschen mit diesen Pins auseinandersetzen. Also das war so beim Reindrücken, muss man immer so gucken, dass man diese Rastung dann auch richtig ausführt, dass der dann hinten auch plan drin sitzt. Ansonsten die Teilequalität, die Pins wirken halt so ein bisschen ja anders, als man sie so kennt, auch so von der Haptik her. Aber jetzt so hier diese Panels, diese Formteile, diese Liftarme, das ist eigentlich tippitoppi, da kann man nicht meckern. Hier seht ihr, hier ist noch so ein bisschen, genau, hier war es nicht so richtig zusammen. Also das ist halt mit den, genau, die Dreier-Pins sind halt hier auch in Blau. Das zieht sich irgendwie durch alle Hersteller durch. Ja, interessant. Ja, an sich eine ganz interessante Geschichte. Die Räder hier, das sind ja auch so richtige Slicks, kann man sagen. Ist auch mal was anderes. Das war auch soweit okay. Also es gab sonst eigentlich keine größeren Probleme beim Aufbau. Ja. Das war mal was ganz anderes. Okay, dann würde ich sagen, war es das auch für heute schon und ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.